Hallo Leute, heute machen wir ein Video über Rezepthändler. Und zwar fangen wir dabei bei Sarah in Mondstadt an. Die hat nämlich ganz viele Rezepte für euch. Die wird auch eigentlich allen bekannt sein. Das Video ist hauptsächlich zur Vervollständigung. Wahrscheinlich kennt ihr alle von den Händlern, vielleicht auch nicht. Und nach Sarah teleportieren wir uns ins Quinczedorf. Dort steht nämlich links neben der Mühle Fräulein Bei. Und die verkauft uns auch nochmal weitere Rezepte. 3 Stück. Und wenn wir bei Fräulein Bei waren, geht's ins Gasthaus Wang Shu. Da ist Wehrgoldet. Und die hat nochmal 2 Rezepte für uns. Danach geht's nach Leo selber rein. Und zwar geht's zur Pharmacy. Also zur Apotheke hier oben. Weil die verkauft tatsächlich Rezepte. We're way behind schedule. Und zwar Kräuterkundler Gui hat hier unten 1 Rezept. Dann teleportieren wir uns zum selben Teleporter zurück. Gehen nach links. Haben Likai. 2 Rezepte. Genau gegenüber sehen wir schon Yoeshu. Auch 2 Rezepte. Und dann gibt es noch eigentlich die Person, die auch alle von euch kennen sollten zum Abschluss. Und zwar Koch Mao, der halt euch auch noch so 1/2 Dutzend Rezepte verkauft. Die anderen Rezepte, die nicht bei diesen Händlern sind, die bekommt ihr entweder durch Ansehensaufträge in Leo oder Mondstadt oder Quests. Und das sind halt dann auch alle Rezepthändler, die mir bisher bekannt sind im Game. Und wir werden mal sehen, ob mit 1.6 und den anderen Patches dann wieder neue Interessante kommen. Mit Inozuma gibt es bestimmt dann wieder ein neues Video hierzu und ich erweitere das dann um die neuen Händler. Deshalb wünsche ich euch an der Stelle noch einen schönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal.